Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem ja, Video-Quick-Tipp auf der sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und in dem heutigen Video möchte ich Ihnen ein kleines parametrisiertes Modell vorstellen, welches ich nach einem Gespräch mit einem Interessenten mal auf die Schnelle erstellt habe. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen auch, ja, das Potenzial innerhalb der Sophistik-Software zu erkennen und was damit auch automatisiert möglich ist und vielleicht ist es ja auch für Ihren Alltag irgendwann eine Alternative oder eine Notwendigkeit. Gut, worum geht es genau? Ich habe hier ein ja, parametrisiertes Modell zur Modellierung und das ist ganz wichtig, auch zur Berechnung von Behältern erstellt. Und dieses Modell hat ein paar Eigenschaften, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. Ich kann zum einen die Form frei wählen zwischen einem rechteckigen Grundriss, wie wir ihn hier sehen, oder einem kreisförmigen Grundriss. Die Abmessungen sind natürlich selbst auch wieder vollständig durchparametrisiert. Und ich kann mich auch entscheiden, ob dieser Behälter frei steht, das heißt, ich habe keinen Erddruck auf die Außenwände, oder ob er vollständig oder teilweise in der Erde eingebuddelt ist und wir somit auch eine Erddruckbelastung mit beachten müssten. Als Belastung sind weiterhin vormodelliert von mir einmal der Lastfall 1, Eigengewicht aus Material und Querschnitt und dann habe ich noch zwei Alternativlastfälle hier entsprechend mit vorbereitet, nämlich zwei Füllzustände, Lastfall 50, der Behälter ist komplett gefüllt oder Lastfall 51, der Behälter ist halbvoll. Kann ich das Modell nachträglich einfach grafisch ergänzen, ändern oder vervollständigen? Ja, nach dieser ersten Generierung kann ich sofort das Ergebnis ins Sophie Plus X importieren und dort weiter bearbeiten. Ich habe also dort innerhalb von Sophie Plus wieder alle grafischen Möglichkeiten, die ich benutzen möchte. Und damit dieses Modell auch nicht bei der Generierung endet, habe ich es hier mal ja komplett durchparametrisiert bis zur Bemessung. Und Massenermittlung. Das heißt, dieses Parametrikmodell ist soweit vorbereitet, dass ich mir hier auf diesen letzten Task stellen könnte und sagen könnte berechnen bis Massenermittlung, dann würde er alle Schritte Stahlbetonbemessung und auch zum Beispiel AS-Plots, die ich hier mal exemplarisch vorbereitet habe, entsprechend generieren. Worauf sollte man noch achten? Auch die Grafiken habe ich entsprechend mal durchparametrisiert von der Darstellung her. Das heißt, das System unterscheidet schon in der Darstellung, zum Beispiel bei der Bewährung der Bodenplatte und der Bewährung der Wände, habe ich einen rechteckigen Grundriss. Dann brauche ich zum Beispiel bei der Bodenplatte, da es sich sehr gut darstellen lässt, nur einen Plot pro Lage. Ich kann also beide Richtungen in einen Plot auch übersichtlich darstellen lassen. Und bei der Bewährung der Wände wären es dann entsprechend natürlich nur zwei Wände, die relevant dargestellt werden müssten, nämlich einmal so eine Seitenwand und eine dieser beiden Längswände. Alles andere ist entsprechend ja, symmetrisch. Wenn das System dann merkt, okay, ich habe einen kreisförmigen Querschnitt, dann werden wir hier in der Bodenplatte eine andere Darstellung haben. Dann habe ich mir nämlich gesagt, okay, da die Darstellung zwei Richtungen in einer Lage in dem Plot, gerade wenn die Vernetzung nicht so schön gleichmäßig aussieht, etwas unleserlich werden könnte, habe ich hier vier Plots angelegt, nämlich für jede Lage und jede Richtung jeweils einen Plot und das numerisch und auch grafisch, damit man es entsprechend unterscheiden kann. Und da, ja, bei der Bewährung der Wände habe ich dann gesagt, okay, wenn ich einen kreisförmigen Querschnitt habe, brauche ich nur noch eine Wand, nämlich einen Quadranten, den aber in abgewickelter Form. Gut. Wie sieht das Ganze aus? Gehen wir einfach mal rein hier in die Parameter Definition und Systemgenerierung. So, also wir springen erstmal an den Anfang hier zurück. Das heißt, ich gehe mal ganz oben hin. Hier sind ein paar, ja, Informationen für Sie und was man so machen kann. Und ja, es geht los. Ich definiere hier gleich mal einen globalen Parameter für die Netzdichte. Das heißt, das kann ich hier entsprechend schon mal vorgeben. Dann fangen wir an mit der Bodenplatte. Wir haben einen Typ im Moment hatten wir rechteckig. Jetzt schalte ich das Ganze mal um auf kreisförmig. So. Durchmesser können wir ruhig mit 15,5 Meter meinetwegen lassen. Breite und Länge würde entsprechend jetzt ignoriert werden, da wir oben eingestellt haben. Kreisförmig und entsprechend auch eine Bodenplattendicke. So. Materialien für diese Bodenplatte. Und hier sehen wir schon das nächste. Ich habe es nicht händisch alles hier modelliert oder eingebaut, sein. ich verweise einfach auf die Materialnummern im SSD. Damit bin ich natürlich nochmal flexibler. Also hier hätte ich für die Wand den C3037 und kann damit auch, wenn ich später das Modell ändern möchte oder ergänzen möchte, hier entsprechend neue Materialien hinzufügen oder vorhandene ändern. Wie gesagt, mehr Flexibilität für Sie. So. Bodenplättung. Ja, die Bettung für die Bodenplatte einmal in der vertikalen und in der horizontalen Richtung können Sie selber vorgeben. Und dann geht es schon weiter mit den Wänden. So, typ 1 in der Erde versenkt. Wir haben Erddruck. Typ 0 wäre freistehend. Das lassen wir jetzt einfach mal so, dass ich sage in der Erde versenkt. Und meine ja, Außenwände haben eine Gesamthöhe von 3 Metern und eine Dicke von 0,25 Meter, also 25 Zentimeter. Und Material ist hier mal das gleiche wie für die Bodenplatte. Könnten Sie natürlich auch was anderes vorgeben. Dann geht es schon weiter zu den Lastparametern. Ich habe hier einen Erddruckgradienten pro laufenden Meter für diese Erddruckbelastung vorgegeben. Den Lastwert können Sie natürlich entsprechend wieder anpassen. Und dann gibt es einen zweiten Parameter hier, Erddruckversatz. Woher kommt der? Wir hatten oben ja zum Beispiel gesagt, mein... Behälter soll in der Erde versenkt werden. Ich habe also Erddruck. Hier könnte ich aber sagen, zum Beispiel, er ist nicht vollständig in der Erde, sondern ein kleines Stückchen guckt oben noch raus. Hier ist gerade eingestellt, Erddruckversatz 1 Meter. Das heißt, von den 3 Metern würden noch mal 1 Meter abgezogen werden. Und der Erddruck würde erst nach dieser entsprechenden Höhe hier auf Höhe 2 Meter beginnen. Gut. Füllungslasten gehen wir weiter. Auch hier entsprechend nur einen Gradienten pro laufender Meter als Lastwert vorgesehen. Das ist das, was Sie natürlich auch entsprechend generieren können. So, wenn diese Parameter alle eingetragen sind, dann kann ich mich jetzt hier ganz einfach auf den letzten Tast stellen und kann sagen, alles berechnen bis Massenermittlung und bekomme jetzt mein System, meine Berechnung der Originallastfälle, meine Berechnung der Überlagerung. Das heißt, die Überlagerungslastfälle werden automatisch zusammengestellt und es erfolgt auch gleich eine Bemessung auf GZT, GZG, das heißt inklusive ja, Rissenachweis. Und das natürlich dargestellt hier auch unterschiedlich für die Bodenplatte und für die Wände. So, schauen wir mal, wie weit ist er? Im Moment ist er gerade bei der Überlagerung. Ich werde Ihnen danach auch zeigen, wie Sie dieses Modell dann später in ja, so wie Plus gleich importieren können, wenn Sie es dort ergänzen möchten. Kleine Sekunde brauchen wir noch. Bemessung der Flächenelemente GZT, GZG und entsprechend hier die Grafikerstellung Bodenplatte und Wände je nach Typ oder Bauform. Gut. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich gehe mal hier in die Bewährung der Bodenplatte. Wir hatten ja jetzt Typ Kreisform. Kontrollieren wir uns noch mal. Jawohl, das ist unser Behälter, den wir jetzt gerade generiert haben. Wir könnten uns auch gerne hier die Ergebnisse mal anschauen. Aber das ist an der Stelle gar nicht so wichtig, sondern ich möchte mir jetzt mal die Bewährung der Bodenplatte direkt anschauen. Gehen wir also rein, Ergebnisse anschauen. Und dann dürften wir jetzt entsprechend die AS-Plots sehen, die wir bekommen, wenn wir hier sagen, Bodenplatte ist kreisförmig. Ich schalte mal gleich um hier auf die Grafiken selber. Ich hatte ja gesagt, bei der kreisförmigen Darstellung unterscheide ich jede Lage, jede Richtung in einen einzelnen Plot und das Ganze nochmal zur Darstellungsform hier einmal schön mit Farben und einmal mit Zahlen. Und Sie sehen eben schon, wenn hier ja Elemente dichter sind, dann würde es unleserlich werden, wenn ich hier beide Richtungen in einen Plot reinschreiben würde. Deswegen habe ich das hier mal entsprechend getrennt. Wenn wir jetzt eine rechteckige Form hätten, dann würde das entsprechend natürlich auch anders aussehen hier. Gut, können wir erstmal schließen, das passt. Und auch bei der Bewährung der Wände müsste man jetzt sehen, dass wir hier nur eine Wand dargestellt bekommen, nämlich einen Quadranten, aber den in abgewickelter Form. Ich habe dann hier auch entsprechend mal ergänzt, weil es ja hier in der Darstellung nur oben und unten gibt. Dann ist natürlich unten entsprechend die äußere Bewährung und oben wäre die innere Bewährung. Das richtet sich einfach nach der Richtung des Flächenlokalsystems. Gut. Jetzt haben wir hier Flächenelemente Hauptbewährung, erste Lage oben. Dann hätten wir hier erste Lage unten und zweite Lage unten. Wie gesagt, alles schön sauber und übersichtlich dargestellt. Und das macht das System automatisch. Auch diese Plots, wie die erstellt werden, beziehungsweise wie diese Tasks erstellt werden, ist überhaupt kein Hexenwerk. Das ist total simpel, wenn man weiß, wie es geht. Werde ich Ihnen in einem separaten Video auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Jetzt aber die Frage, wie kann ich das Ganze hier in Sophie plus X importieren und weiter bearbeiten dazu habe ich das SOVI plus X hier schon mal geöffnet. Und Sie haben hier im Bereich der Werkzeuge, gucken Sie mal hier rein, hier ist noch nichts da. Ähm, ja, hier haben Sie einen Schalter Import. So, da gehe ich mal rauf. Und da wir im gleichen Projekt sind, muss ich noch nicht mal eine andere Sophistik-Datenbank auswählen, sondern ich sage einfach, bitte importiere alle Gruppenbezeichnungen, alle Strukturelemente, aber Vorsichtig, ich möchte gar nicht die überlagerten Lastfälle hier nochmal importieren, die werden ja sowieso automatisch erstellt, sondern ich möchte nur die Originallastfälle haben, Eigengewicht, Erddruck und auch die beiden Füllzustände 50 und 51. Vorhandene Daten können gelöscht werden, jawohl, ist überhaupt kein Problem. Lastfall 2 ist nicht benutzt, können wir diesen löschen, jawohl, der ist nur durch die Vorlage entsprechend da. Und dann haben wir hier unser System, was wir jetzt mit allen. Möglichkeiten, die wir hier in Sophie Plus X haben, verändern können. So, wenn Sie diese Änderung dann eingetragen haben, geht es ganz einfach wieder zurück. Bitte an den SSD zurück exportieren. Dann werden die Daten entsprechend in die Sophistik-Datenbank zurückgeschrieben. Und ich kann die ganze Bemessung neu entsprechend anstarten. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Ich gehe einmal mal kurz raus in den SSD zurück. So, jetzt müssen wir aber Darauf achten. Wenn ich mich jetzt auf diesen letzten Task stellen würde und würde sagen, alles berechnen bis, dann würde er natürlich entsprechend hier auch diesen Task mit durchführen. Das heißt, der würde wieder meine grafischen Änderungen überschreiben. Das möchte ich nicht. Also schiebe ich den einfach mal hier unten ins Archiv und stelle mich jetzt auf diesen letzten Task und sage, alles berechnen bis Massenermittlung. Dann wird jetzt entsprechend das System auch nach meinen grafischen Änderungen, Ergänzungen neu gerechnet. Es wird die Bemessung durchgeführt, neu mit den neuen Parametern, mit den neuen Modellierungsgeschichten. Und wir haben hier entsprechend die Bewährung bzw. die Massenermittlung. Das Einzige, worauf Sie achten müssten, auch wenn wir jetzt weitere Einwirkungen noch hinzugefügt hätten, dass wir natürlich die Kombinationsvorschriften und die Überlagerung einmal aktualisieren müssen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Einfach den Task öffnen und sagen, alles löschen und neu initialisieren. Und dann stimmt das Ergebnis trotzdem. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt hat er wieder alles entsprechend neu generiert. Und ich könnte zum Beispiel hier jetzt die Ergebnisse der Massenermittlung mir anschauen. Und hier sind jetzt wirklich alle Ergebnisse drin, die Sie auch in Sophie Plus ergänzt hätten oder erweitert hätten. Das bezieht sich also immer auf das System der letzten Änderung. Und jetzt wissen wir halt entsprechend hier, das sind meine Materialien für die Bodenplatte, Gesamtfläche, Gesamtvolumen, Gesamtgewicht Beton, dann natürlich das, was statisch erforderlich ist aus der ja, GZT- und GZG-Bemessung. Da kämen natürlich noch ihre konstruktiven Eisen entsprechend hinzu. Also das ist die Bodenplatte, eine Wand, zweite Wand, dritte Wand, vierte Wand, also jeder Quadrant für sich. Und dann haben wir hier, wenn wir verschiedene Materialien hätten, auch entsprechend das gleiche nochmal aufgeschlüsselt nach der Materialklasse. Super, damit bin ich jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas gelernt, was Ihnen in Ihrem Alltag helfen kann. Für die, die noch nicht mit Sophistik arbeiten. Ich hoffe, Sie haben erkannt, welches Potenzial in dieser Arbeitsweise steckt. Ich bedanke mich wieder bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistikeinsteiger.de